Bei der Auto China in Peking freuen sich gerade die deutschen Hersteller über enormes Publikumsinteresse. Unter den über 100 Weltpremieren sind viele Langversionen bekannter Serienmodelle, denn reiche Chinesen lassen fahren. Bei diesem Audi geht das sogar weitgehend elektrisch. Das ist der A6L in Hybrid-Variante, aber hier als e-tron Plug-in-Variante. Wir werden das Fahrzeug gemeinsam mit FAW-VW entwickeln und hier auch dann die Technologie ab 2015 serienreif zur Verfügung stellen. Mehr Spaß für Selbstfahrer macht sicher der Q3 RS mit 360 PS oder der zum Seat-Marktstart in China präsentierte 180 PS starke Ibiza Cupra. Problemkind Seat ist das neue Standbein der Volkswagen-Gruppe hier in China. Let's go West ist das Motto, mit dem man hier in China mehr Marktanteile erobern will, denn im Westen Chinas, da gibt's noch richtig viel Potenzial. Ob Studien wie der Lamborghini-Geländewagen Urus tatsächlich gebaut werden, ist nicht zu hoffen. Beim Publikum hier kommt er trotzdem an. Aber nicht nur Volkswagen feiert Absatzrekorde. Bei Mercedes zeigt die Studie CLA, wie ein schickes, kompaktes Stufenheckmodell aussehen kann. Das Derivat der A-Klasse ist aber nur ein Baustein der Daimler-Strategie. Mit dem Partner BYD baut Mercedes ein Elektroauto unter dem neuen chinesischen Markennamen Denza. Wir glauben, dass Elektrofahrzeuge in China die größten Aussichten weltweit haben. Wir glauben auch, dass es wichtig ist, dass wir hier in dem Land auch einen Beitrag leisten zur Entwicklung und nicht nur den Nutzen von dem großen Markt mit nach Hause nehmen. Und in dem Sinne ist diese Zusammenarbeit mit BYD aus unserer Sicht sowohl für den Erfolg des Produktes als auch in unserer Position hier im Lande sehr erfolgsversprechend. Auch bei BMW gibt es nur Grund zur Freude. Der i8 Spider zeigt, wie sportlich und schick Elektroautos demnächst werden. Dies ist ein Auto mit einem wirklichen Potenzial für die Zukunft, aber im Moment ist es ein reines Konzeptauto. Wir wollen wissen, wie es beim Publikum und Medien ankommt. Die Reaktion der vergangenen Tage war super. Warten wir es ab. Das wohl spektakulärste Auto der Messe steht bei den Franzosen. Mit der DS9 zeigt Citroën, dass man in Frankreich noch Traumautos bauen kann. Der mit Partner Dongfeng entwickelte Oberklasse Shooting Brake mit Hybrid soll zuerst in China auf den Markt kommen.